Mit welchen Maßnahmen soll das erreicht werden? Anhebung des Mindestlohns oder Absenkung von Hartz IV? Wenn dann die Absenkung von Hartz IV, logischerweise, um die Leute wieder zu fordern, dass sie in Arbeit gehen. Das widerspricht jetzt aber so ein bisschen dem, was Sie sonst als Politik des kleinen Mannes bezeichnen. Wir fordern ja aber auch, dass wir, wie gesagt, mehr Leute wieder in Arbeit bekommen. Und mit einer besseren Familienpolitik und aber auch Arbeitspolitik würde das auf jeden Fall funktionieren. Gut. Noch einmal bei den Sachen, die Sie nicht beantworten wollten.